Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 126 von Aborion. Ja, wir haben hier das Schiff ja bekommen und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann zu einer Schiffswerft kommen, um das weiter auszubauen. Und da müssen wir die beiden hier mitnehmen, gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass das zweite Schiff das erste eskortiert und dann einen Raumsprung macht und dass der andere auch folgt. Dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir da jetzt hinkommen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir auf die Karte kommen. Und hier mal schauen. Computerkomponentenfabrik 5-mal, krass. Brauerei auch so viel, ne, 6-mal sogar, noch besser. Hier haben wir schon eine Schiffswerft. Sprungreichweite passt. Das heißt, wir geben da die Koordinaten ein, gehen hier wieder zurück, gehen hier drauf, machen da F für Befehle und mich eskortieren. Gehen dann dahin und Sprungroute berechnet. Dann wollen wir doch mal loslegen, dass wir da hinkommen. Und hoffen, dass der da uns eskortieren soll, nachkommt. So, wir sind da. Der Kollege aber noch nicht. Doch, da ist er. Ah, ja, geklappt. Wunderbar. Gut, dann einmal N aufmachen, einmal Schiffswerft aussuchen. Du kannst mehr. Okay. Hier hinfliegen. Kann ich auch hier hinfliegen sagen? Nö. Docken. Wow. Autopilot aktiv. Das ist ja jetzt mal eine coole Geschichte, oder? Ja, so muss ich es doch mal öfter machen, oder? So funktioniert es richtig gut mit dem Autopiloten. Krass. Das ist ja stark. Jetzt fliegt er aber langsamer, ne? Ist aber noch nicht gedockt. Da oben können wir schon mal was einsammeln. Ich hoffe, das können wir nebenbei machen. Und der fliegt da trotzdem noch weiter. Hier nehmen wir das natürlich. Oh, der rechts ist aber schneller, ne? Ja, aber das ist ja richtig cool, oder? Das gefällt mir. Okay. Stark. Ich bin hin und weg. Richtig cooles Ding. Okay, wir sind jetzt an der Schiffswerft. Da können wir jetzt gleich den Ding ins Motor dann. Sag schon. Den Generator dann upgraden. Ja, muss immer gegenbremsen. Oder wie sehe ich das? Aber wir können ja auch so gucken, ne? Ist ja auch geil, oder? Und er dockt jetzt gleich. Keine Fracht. Asteroideneinschlag auf der Frontscheibe, wir beheben das für sie. Da ist in der Teilkasko dran, oder wie war das? Krass. So, jetzt muss er nur docken, ne? Oh, das geht sogar. Sehr schön. Da kriegen wir auch gleich Personal, oder? Okay, das war ja transferieren, das will ich nicht machen. Also können wir das immer mal wegmachen. Er dockt auf jeden Fall erstmal. Das ist ja auch gut so. Rücktaste wäre stoppen. So eine Reichweite. Krass. Okay, aber der ist ja gleich gedockt und dann ist erstmal alles gut. Das andere Schiff ist da drüben. Und dockt auf der anderen Seite. Auch sehr interessant gemacht. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Okay, jetzt sind wir gedockt. Jetzt können wir... Ne, das war jetzt wieder falsch. Ich muss ja erst hier die Station auswählen. So, und jetzt F drücken. So, Schiff bauen, Reparaturdock, Güterhandel, Crew anheuern. Kein Kapitän hier, ist klar. Ich muss Crew anheuern und zwar brauche ich... Ja, gibt es keine Kanonier. Das bedeutet, wir machen hier...
10 Leute anheuern. So, dann gehen wir rein und verteilen die einmal hier. Brauchten aber nur 2 erstmal, aber ist nicht schlimm, wenn wir ein paar mehr haben. AT ist unsere Dingens, Person, die hier was machen kann. So, jetzt gehen wir in den Baumodus gerade erstmal rein und gucken zu, dass wir hier jetzt den Generator auswählen. Also den müssen wir hier auswählen. Umwandeln. Ist der Generator ausgewählt? Ich glaube ja, ne? So, das hat jetzt geklappt. Benötigte Energie, erzeugte Energie. Aber ich glaube... Was ist dahinter? Quartiere aus Eisen sind das. Okay, und da vorne? Ist auch nochmal Quartiere? Ne, das ist smarte Hülle. Ja, den platzieren wir auch noch nicht. Transferiere zu Generator. Ne, das wollen wir nicht, ne? Lassen wir jetzt erstmal so. Das ist erledigt. Immer raus. Und was wollten wir jetzt machen? Wir haben Personal hinzugemacht. Wir haben Generator-Upgrade gemacht. Jetzt müssten wir nur gucken, dass wir die Waffen noch da dran kriegen. Ne? Weil die sind ja, doch, die Waffen sind ja auch schon dran. Ne? 2 Stück an der Zahl. Wollten wir noch zusätzlich was reinbauen? Würde ja noch gehen, ne? So. Mineur. Ist jetzt, warte mal. Hier ist gar kein Händler drin, ne? Ach, das war ja unser Begleitschiff hier sozusagen. Das andere war ja der richtige sozusagen, ne? Gut. Dann... würde ich jetzt sagen, hier sind wir erstmal so weit durch, oder? Waffen können wir, was konnten wir noch an Waffen ein, ja. Das war ja ein Slot für unbewaffnete Geschütze, okay. Das war das. Können wir noch was reinbauen, was zusätzliche, unbewaffnete. Da ist noch einer, Autogeschützturm-Slots. Der wäre jetzt der richtige, ne? Ach so. Fest installieren. Jetzt gehen wir... Was brauchen wir denn noch hier? Handelssystem eigentlich. Ne, der Handelssystem muss im anderen Schiff sein. Energiespeicher plus 78, Aufladerate plus 34. Kann ich den doch noch da reinbauen, oder? Was ist das? RCN Traktorstrahl Upgrade. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Der war, glaube ich, ziemlich gut schon. Wir generieren Schildwiderstandskraft 39, Schildwiederaufladgrad. Wenn Schilder aufgebraucht, lädt 95 Schilder wieder auf. Diese Effekte nur einmal alle 5 Minuten ein. Dahin, oder? Festinstallation. Wie sieht das jetzt hier aus? Erzeugte Energie ist... Benötigte Energie 618 Gigawatt. Okay, das bedeutet, wir gehen nochmal ins Baumenü. Nehmen uns hier unseren Generator. Und schauen zu... dass wir irgendwo noch einen Generator einbauen. Das sind Gigawatt. Jetzt müsste man mal gucken.
glaube mal ein bisschen länger. Na, doch ein bisschen kürzer wieder. So sieht es besser aus. Jetzt baue ich den da mal ein. Ne, ich glaube, das kann ich mal gleich so lassen, oder? Den wir da gerade gebastelt haben, den können wir da nochmal hinsetzen. Erzeugt Energie, nur so ein bisschen, ne? Sortieren wir das. Ah, da wird es so groß. Ne, machen wir so. Sieht ja einigermaßen aus, oder? So ein Ferritkern. Aber brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, ne? Das, was ich da gerade eingebaut habe, das können wir definitiv wieder ausbauen, ne? Hier, der hier. Oh, wir sind noch an der falschen Stelle. Nicht Schiffswerb, Ausrüstungsdock war das Ziel. Ist ja auch ein Ausrüstungsdock, ich will es hoffen. Ja. Und hoffentlich kommen wir da noch hin. Ich hoffe, der fliegt dahin. Der sagt jetzt schon, er hat keine Energie mehr. Alles aufgebraten. Ja, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das gerade hin? Das jetzt, du kannst das Schiffssystem nicht ändern. Okay, das ist ein Schiffssystem. Super, oder? Gleich sterben die mir alle weg, weil ich das da drin habe. Okay, das bedeutet, wir bauen schnellstens einen großen Generator da dran, den wir jetzt gerade einfach mal mitschleppen. Den zauber ich einfach da irgendwie jetzt runter. Gigawatt. So. Baumenü raus. Strom ist wieder da. Hat er noch den Autopiloten drin? Hat er wohl noch. Okay, fliegt tatsächlich nebenher. Gut, dann dahin und da können wir das dann abbauen. Den will ich da nicht dran mehr haben. Das ist mir zu riskant. Ja. Zum Ausrüstungsdock auf jeden Fall. Der andere ist schon da und dockt schon an. Sehr gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Können wir den schon rausziehen? Ja. Der Booster war schon krass, aber das Schild ist echt der Hammer. Raumjäger-Kontrollsystem. Du kannst jetzt Raumjäger-Staffeln. Da ist so ein Ding, was ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Wo kommt das denn weg? Okay. Der dockt da jetzt an. Ich könnte jetzt mal hier auf jeden Fall reingucken, was hier so gibt, oder?
Ausrüstung handeln, Sonderangebot, schon an das System. Ich glaube, blau war zu schlecht, oder wie ist das? Ne, da ist nichts bei. Das ist jetzt auch nichts Tolles. Xotan-Wurmlochgerät kann ich hier kaufen. Ne, verkaufen, okay. Gut. Dann war es das hier erstmal. Aber ich danke mal, dass wir gerade hier einen Cut machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.